die nur das erledigt, was sie wirklich besser kann. Deswegen müssten wir der EU auch in den Arm fallen, wenn sie etwa in Kommunen hineinregiert, die Tariflöhne auf dem Bau aushebelt, die Mitbestimmung unterläuft und in die Arbeits- und Sozialverfassung der Mitgliedstaaten eingreift. Es geht daher nicht um mehr oder weniger Europa, es geht um mehr Demokratie und Gerechtigkeit in Europa, liebe Freundinnen und Freunde.